Yvonne Weber. Ja, da ich gerade gehört habe, darf man fragen, warum Sie aus Frankfurt hierher... Ich habe um meine Versetzung gebeten, weil ich gegen meine eigenen Kollegen ausgesagt habe. Kleiner Wessi-Scherz. Angenommen, Herr Ritter hat Frau Wojcik nicht erdrosselt. Was rein hypothetisch ist. Dann läuft ihr seit 16 Jahren ein rein hypothetischer Mörder herum. Auf hypothetisch freien Füßen und begeht eventuell und rein hypothetisch wieder einen Mord. Es sei denn, man bemüht sich, den zu fassen. Hypothetisch. Kleinert war der zuständige Staatsanwalt bei den Prozessen gegen Konrad Ritter. Ja, ich weiß. Und ist es nicht ein großer Zufall, dass die Akten jahrelang unberührt in Gotha liegen und genau einen Tag nach... Ja, ist es. Ist. Und was sollen wir jetzt machen, Ihrer Meinung nach? Ohne Akten können wir gar nichts machen. Und wenn eine gewisse Nervensäge diese vorsorglich kopiert hat? Naja, so jemanden würde man ja wohl kaum als Nervensäge bezeichnen können. Und das mit dem auf den Zeiger gehen würde einem auch leid tun? Ja, sehr. Klar gab es da Feiern. Und ja, da wurde auch ausgiebig gevögelt, was euch wohl fehlt. Weil sonst würdet ihr nicht so unentspannt da sitzen. Sagen Sie mal, Herr Böke, hatten wir es auch miteinander? Was? Jetzt hören Sie mal auf, mich zu duzen. Das Bier war alle. Messmer wurde losgeschickt, neues zu holen. Doreen Wojcik starb, während Sie alle oben gefeiert haben. Hübsche Geschichte. Ja, aber sie wird nicht attraktiver. Weil Sie nach der Tat alle Messmer gedeckt haben. Auf Ihren Befehl hin, Herr Böke. Nichts davon können Sie beweisen. Da irren Sie sich. Legen Sie die Akten zurück. Lassen Sie los. Hauen Sie an! Wir haben alles getan, was wir konnten. Hat aber nicht gereicht. Du kannst nicht bei denen bleiben. Ich werde schon was finden. In Gotha ist immer ein Platz für dich frei. Wenn du mal in der Gegend sein solltest. Wie meinst du das jetzt? Das meine ich natürlich beruflich. Ja, ich doch auch, natürlich. Tja, wie du siehst, ist mit mir nicht mehr viel Spaß zu haben. Kannst also beruhigt wieder nach Hause fahren. Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Hast du ja jetzt. Und? Gefällt dir mein Anblick? Cora, ich... Sebastian. Machen wir uns nichts vor. Du hast mir damals klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass eine Beziehung mit mir nicht machbar ist. Mann, scheiße, Cora! Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht mehr die, in die du dich damals verliebt hast. Ich bin ein Krüppel. Lassen Sie uns noch ein CT machen. Ein CT? Ja. Das hat Dr. Kahnweiler bereits vor 4 Wochen gemacht. Ohne Ergebnis. Ja, hat er Kontrastmittel benutzt, ist er Spezialschichten gefahren. Weiß ich nicht mehr. Eben, ist ein Versuch wert. Übrigens, Ihr Freund? Ich hab keinen Freund. Ja. Ich habe Sebastian vor 1/2 Jahr kennengelernt. Er ist Musiker. Er
spielt Geige. Sehr gut sogar. Das ist auch der Grund, warum er nicht bleiben konnte. Weil er mit seinem Orchester auf Tournee sollte. Zum ersten Mal. Ich bleib bei dir, ich versprich's dir. Aber ich bleib geliebt. Für immer, verstehst du denn das nicht? Aber du lebst, du. Du kannst doch immer noch machen, was du willst. Du kannst lachen, du kannst sogar noch Kinder bekommen, wenn du willst. Kinder. Und wenn die dann laufen lernen, kann ich fröhlich hinterherrollen, oder was? Lieselchen, was ist das denn so eilig? Das geht dich gar nichts an. Der Dummling und Frau Wichtel, das nenne ich mal ein Paar. Ach, nie im Leben. Das sehe ich. Nanu, was ist denn das? Sein Magen. Fass sie bloß nicht an, sonst muss ich dich auch noch mitnehmen. Oh, ihr wollt mich wohl für dumm verkaufen? Nein! Nein! Na, das wollen wir ja mal sehen. Nein! Ah! Oh! Oh! Liesel! Ich liebe ihr Fans! Ich fass Lotte! Du bist eine dumme Kuh! Oh, sag mal, kriege ich jetzt Stress wegen den Pflanzen? Das ist nicht meine Baustelle. Ich kenne mich da nicht aus. Für mich sind das irgendwelche Kräuter. Cool. Sarah ist bestimmt nach Holland ans Meer gefahren. Das macht sie immer, wenn sie mit irgendwas Stress hat. Sie kommt da nicht hier vorbei? Willst du reingehen und nachschauen? Wenn ich darf. Also ich hätte nichts dagegen. Trotzdem komisch, dass sie weder ihrer besten Freundin noch ihrem Mann sagt, dass sie abhaut. Dabei liebt sie ihn doch so. Kannten sich Sarah und Wittner schon vorher? Woher soll ich denn das wissen? Zum Beispiel, weil du ihre beste Freundin bist. Beste Freundin sich doch immer alles erzählt. Sie hat mir aber nichts davon erzählt. Wovon hat sie dir nichts erzählt? Sag mal, was soll denn das jetzt? Aua! Sowas nennt sich Verhören. Wenn du mich weiter anlügst, dann kann ich das noch stundenlang weitermachen. Hey, verstanden? Hey, ich lüg doch nicht.